So, dann wollen wir mal schauen, wie das bei der Wehr ausschaut. Und zwar ist heute der 18. September 2024. Wir haben 2, 3 Tage vorher Mords Hochwasser gehabt. Eigentlich gestern in der Früh hat es noch ordentlich geregnet. Und der Wallersee ist auf einem sehr hohen Niveau. Schauen wir uns dann später noch an. Und so schaut es aus, wenn mehr oder weniger dieser Abflussbegrenzer, diese Drossel, wirklich voll in Betrieb ist, ganz knapp vorm Übergehen. Links und rechts die beiden Betonwände, die waren der Notüberlauf. Und da haben wir jetzt die Kirchen. Da sagt man, nach diesem Abflussbegrenzer ist es trotzdem so viel Wasser, obwohl der Notüberlauf nicht angesprungen ist, dass die Siedlung unterhalb im Wasser steht. Die müssen wirklich warten, bis das wieder abgeflossen ist in die Fischach. So, schauen wir nochmal runter. Da sieht man jetzt diese 40 Meter ungefähr und sehen dieser Halbkreis rechts, wo in der Mitte der Durchfluss ist, wo die Pflanzen da so rausschauen. Das ist der Bereich, wo die Schlauchwehr eingebaut ist. Und zwar nur in der Mitte, die paar Meter, wo die Tafel mittendrin steht. Und da ist eben der normale Abfluss des Wallersees. Und links und rechts, das ist jetzt zusätzlich durch das Hochwasser des Sees. Man sieht den Hafen, so leicht Bildmitte jetzt momentan. Im Hintergrund eben den Wallersee. Den Campingplatz oder was immer das ist, genau, und die Strandbar, die ist überflutet. Hinterbei Richtung, ja, Bahnstrecke ist auch, sind auch Flächen überflutet. Und hier rechts im Bild dieser neue See mit in der Mitte den Bäumen, das ist normalerweise nicht überflutet. Man sieht auch die Hochspannungsleitung, also die Stromleitung, Hochspannungsleitung wird es keine sein, durch das Bild mit durchgehen. Und wie weit das Ganze steht. Man muss dazu sagen, das Ganze ist noch immer 40 cm unter, sogar 43 cm unter dem Niveau des Hochwassers vor einigen Jahren, wo es eben noch ein bisschen höher war. Gut. Ist es Richtung Fishtagging rauf. So, dann drehen wir uns wieder rum mit der Kamera. Es sind keine kleinen Flächen, die da überschwemmt sind, gell? Da der ganze Campingplatz ist vermutlich auch überschwemmt, aber da bin ich nicht hingegangen. Hier wieder der Bereich des Wehres mit diesen halbkreisförmigen Pflanzen mittendrin im Wasser, die was der normale Abflussbegrenzer sind. Und eben ganz mittendrin sehr, sehr klein der Abfluss. Und hinterbei eben der Radweg mit der Brücke, der Gehweg, Radweg mit der Brücke. Und rechts sieht man die Einfahrt oder sah man die Einfahrt, wo die Boote mehr oder weniger die Schleuse haben. Da rechts rein in die Bäume. So, machen wir noch einen kurzen Überflug über den Abfluss. Also ich stehe, da unten ist die Tafel und genau bei der Tafel ist eben durch das Schlauchwehr eingebaut, das er mit Wasser aufbläst, damit der Abfluss dann begrenzt wird, wenn nicht so viel Wasser ist. Damit der Wallersee nicht wieder ausläuft. Rechts rein eben für die Boote, die Schleuse. Und hier geradeaus eben dieser Abflussbegrenzer, diese Drossel, die knapp schon am Überlaufen ist, links und rechts mit den Betonwänden, fehlt nicht mehr viel. Dann wäre sehr viel mehr Wasser dann weggeflossen. Zwei Zuschauer. Ja, und da sieht man eben diesen Abfluss Richtung Seekirchen, der diesmal doch trotz Drossel so viel war, dass unten die Häuser überschwemmt wurden. Das Problem dürfte eher im Unterlauf irgendwo liegen, dass die Häuser überschwemmt wurden, weil der See ist in dem Fall nicht schuld. Weil man sieht ja,
Der See ist noch ein Drum höher und die Drossel lässt halt Wasser durch. Ist nicht regelbar, aber im Unterlauf dürfte irgendwas das Ganze ein bisschen stauen. Sonst, also das sind jetzt circa ein Höhenunterschied zwischen innen und außen, zwischen die beiden Betonwände, ich schätze mal 50 cm. Da kommt viel Wasser nach, das lässt sich nicht regeln. Das ist einfach so, wie es gebaut ist. Was durchfließt, fließt durch. Und unten ist es offensichtlich nicht weitergeflossen. So. Nur kurzer Blick auf den See. Und dann gibt es die Landung. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Schöne Grüße vom Wallersee vom Wehr. Dies ist eben die Salzburger Landes-GV-Seite. Wenn man da weitergeht, kommt man eben Salzburg Wasser Hydris Online zum Wasserpegel des Wallersees. Man sieht 504,3 über Adria wäre der, naja, Normalstand ist falsch, tiefste Wasserstand. Und wir sind jetzt 3,04 Meter ganz links, ganz rechts oben, momentan auf dieser Höhe. Das heißt, 3,13 Meter waren wir schon und jetzt seit gestern ist es um diesen Wert gefallen.